herzlich willkommen zu einem neuen Video und gleichzeitig zu einer neuen Rezension. Ich habe es mal wieder geschafft, ein Buch zu beenden und diesmal hat es mich in den Fantasy-Bereich verschlagen. Ja, ich habe tatsächlich lange irgendwie gefühlt, zumindest, glaube ich, bin ich mir relativ sicher, kein Fantasy-Buch gelesen. Und dann bin ich am Neujahrsmorgen aufgewacht, hatte ein fremdes Bücherregal vor mir, habe spontan drin gestöbert und diesen Schmöker rausgezogen. Ritus von Markus Heitz. Ja, ich habe ihn jetzt ausgelesen und bereits ins fremde Bücherregal zurückgebracht. Deshalb müsst ihr leider mit dieser Einblendung euch zufrieden geben, weil ich irgendwie nicht dran gedacht habe, dass ich mir ja noch eine Rezension aufnehmen muss. Tut mir leid. Deshalb, wie gesagt, mit der Einblendung. Es war eine relativ spontane Entscheidung. Ich hatte Ritus schon mal so ansatzweise auf dem Schirm, dass ich das wohl lesen wollen würde, weil ich ja eben auch noch nicht so viel von Markus Heitz gelesen habe und gerade dieser Fantasy-Bereich mich von ihm schon reizen würde, gereizt hat, sag ich mal. Er hat ja auch die Zwerge geschrieben. Das ist dann wieder etwas, was mich nicht so reizen würde, einfach weil es dann noch zu lang ist und dann doch nicht so ganz meins. Aber eben diese Werwolf-Reihe, wusste ich vorher alles nicht, habe spontan angelesen und war dann so, hey Mensch, darf ich mir das ausleihen? Eine Woche später hatte ich es tatsächlich ausgelesen und das ist momentan für mich eigentlich ein ganz guter Schnitt, sag ich mal, weil ich ja relativ wenig lese zurzeit. Und dann auch noch ein Fantasy-Buch und es hat mir wirklich gut gefallen. Ja, weil ich, wie gesagt, das Buch schon zurückgestellt habe, wie auch immer, lese ich euch jetzt einmal den Klappentext aus der Goodreads-App vor. Die habe ich ja auch seit diesem Jahr. Frankreich im Jahre 1764. Eine Bestie versetzt die Menschen des Gévaudan in Angst und Schrecken. Männer, Frauen, Kinder werden gehetzt und getötet. Der König setzt öffentlich ein hohes Preisgeld auf den Kopf des Monsters aus. Der Vatikan hingegen entsendet Geheimermittler, die undurchsichtige Ziele verfolgen. Auch der Jäger John Chestle beteiligt sich an der Jagd auf die Bestie. Immer wieder kreuzen sich dabei seine Wege mit denen der ebenso energischen wie geheimnisvollen Äbtissin Gregoria. Beide können nicht ahnen, dass sie kaum mehr sind als Figuren in einem erschreckenden Spiel, das auch über 200 Jahre später noch nicht beendet sein wird. Ihr merkt auf jeden Fall, mit Namen habe ich es irgendwie nicht so. Das ist nicht so ganz meine Stärke. Ich habe bestimmt die Hälfte davon nicht richtig ausgesprochen. Gerade bei Städtenamen ist das nicht so mein Fall, ne? Aber was soll's, ihr habt zumindest verstanden, worum es geht. Und ich kann dazu sagen, diese Bestie ist ein Werwolf. Und ich liebe Werwölfe. Ich bin ein absoluter Werwolf-Fan, weil ich aber auch einfach ein totaler Wolfs-Fan bin. Und ich habe schon lange jetzt kein gutes Buch mehr zum Thema Werwölfe gelesen und war deswegen umso fröhlicher, umso besser, umso überraschter, jetzt so spontan eins in die Hand gefallen bekommen zu haben. Eine Geschichte, ein Buch, ach Gottchen, ich erzähle mich hier. Ich kann also sagen, das Buch hat mir wirklich gut gefallen. Ihr habt schon gerade mitgekriegt, dass das 200 Jahre später auch noch immer relevant ist. Das bedeutet, wir haben zwei Zeitstränge. Wir steigen, glaube ich, ein in diesem Jahre 1764 ungefähr in Frankreich und erleben erstmal so den Anfang der Geschichte, wie hat das alles seinen Anfang genommen und springen dann ins Jahr 2004, glaube ich, wo wir dann natürlich einen anderen Charakter verfolgen und es ist halt eben am Anfang auch einfach noch nicht so ganz klar, wie hängen diese Zeitstränge jetzt miteinander zusammen. Es ist so, dass von Kapitel zu Kapitel tatsächlich diese Zeitstränge hin und her springen und wirklich wie zwei eigene Geschichten sind quasi. Das hat mich am Anfang etwas verwirrt. Nach und nach wird man dann so zum Denken angeregt von wegen, hey, wie gehört das zusammen? Ist das das und spielt das und hängt dies und jenes? Und hä, was denkt der Autor sich eigentlich dabei? Und wie hängt das dann im Endeffekt miteinander zusammen? Und was ist der Knackpunkt? Was kommt dabei raus? Vor allem
geht das Ganze im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert ist das ja schon, auf ein gewisses Ziel zu und man weiß einfach nicht, wie geht das jetzt aus, weil man hat dann ja noch die 200 Jahre später und es ist auf jeden Fall spannend. Es ist ein bisschen, also die Vergangenheit, der erste Zeitstrang, der in der Vergangenheit spielt, diese 200 Jahre zuvor, ist etwas offener gehalten. Wir haben auf jeden Fall mehr Zeit, die verstreicht. Ich glaube, im Endeffekt umfassen diese 520 Seiten über 3 Jahre oder 4 Jahre tatsächlich. Und im heutigen Zeitstrang, also 2004 Zeitstrang, ist es tatsächlich so, dass nur ein paar Wochen, wenn überhaupt, verstreichen. Da sind wir also mehr im Hier und Jetzt. Während halt mehr von der Geschichte von damals in möglichst wenig Zeit verpackt werden soll. Gleichzeitig werden halt auch mehrere Charaktere vorgestellt und mehrere Leute, die eben damit irgendwie was zusammen zu tun haben und so. Es läuft alles in der SES-Perspektive und gerade in der Vergangenheit eben auch aus der Sicht von mehreren verschiedenen Charakteren. Allerdings immer relativ gut per Absatz voneinander getrennt. Also es ist pro Absatz immer ein Charakter. Das ist mir ja persönlich recht wichtig, dass man sich da nicht verstrickt und immer noch weiß, wer jetzt gerade eigentlich im Fokus steht, damit man nicht im Endeffekt, weil mir passiert es sonst ganz schnell, dass ich einfach nicht mehr weiß, wer steht jetzt gerade im Fokus, wer denkt das jetzt gerade oder wer sagt es. Das passiert mir einfach echt, echt schnell und das ist jetzt hier tatsächlich glücklicherweise gar nicht passiert. Dafür haben wir in dem 2004er Strang nur eine Person, die wir vom Blickwinkel her verfolgen. Es ist, meine ich, auch die SES-Perspektive, aber eben nur mit Fokus auf eine Hauptperson, auf den Erik. Und er ist eben ein Werwolfjäger. Allerdings kann ich schon mal so viel verraten, da steckt noch irgendwie ein bisschen mehr dahinter und der Leser darf dann erstmal munkeln, was das eigentlich ist. Im Endeffekt habe ich dann festgestellt, es gibt einen zweiten Band. Yay! Den zweiten Band habe ich tatsächlich auch schon hier. Das ist Sanctum und Sanctum hat noch ein paar Seiten mehr. Das sind 606 Seiten, während der erste Band nur 520 Seiten hat. Ja, es ist aber auch tatsächlich notwendig, denn es ist am Ende einfach noch so viel offen, dass ich jetzt direkt in den zweiten Band starten möchte. Ich habe mir den direkt aus dem Fremdbücherregal geklaut, also geliehen habe ich es mir natürlich und kann direkt weiterlesen. Ja, das ist momentan so mein Fantasy-Leben und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Sterne ich geben würde für dieses Buch. Es sind zwischen 3 und 4. Einfach weil es so ein schönes, ich glaube, es sind 4 Sterne. Also 5 lasse ich jetzt mal dahingestellt, sind es tatsächlich eher nicht so, weil dafür noch ein paar Sachen dabei sind, die mir dann doch nicht so hundertprozentig gefallen haben. Aber insgesamt ist es ein super gutes Buch, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr ein Markus Heitz-Leser seid oder wenn ihr ein Fantasy-Fan seid, beziehungsweise wenn ihr Werwölfe mögt, dann greift auf jeden Fall zu Ritus. Es ist ein geniales Buch und ein super geiler erster Band, der nun in einen super schönen zweiten Band übergeht und ich kann schon mal verraten, fast nahtlos. Ja, ich glaube damit, ich kann noch mal kurz ein paar allgemeine Sachen sagen. Ritus, Markus Heitz aus dem Knauer Verlag, hat 520 Seiten und ich meine, hat 12,95 € gekostet. Zumindest hat der zweite das gekostet, ansonsten schaut ihr unten noch mal eben hin, dann habe ich das korrigiert. Ja. Und wer sich ansonsten die Inhaltsangabe und alles Weitere nochmal angucken kann, der findet unten in der Infobox auf jeden Fall eine Verlinkung. Klickt da einfach mal drauf, dann kommt ihr zu der Internetseite. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall, den zweiten Band lesen zu können. Und danke fürs Zuschauen. Lasst deinen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Ritus schon gelesen habt oder ob ich euch jetzt neugierig machen konnte. Wollt ihr es auch lesen? Seid ihr ein Markus Heitz-Fan oder seid ihr eigentlich gar kein Fantasy-Leser? Schreibt mir gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns in den Kommentaren bzw. im nächsten Video wieder. Bye, bye!